Depot Kultur und Energie, Kebab e.V. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei unserem Projekt, nämlich den Bunker für Kultur und Energie zu nutzen, unterstützt. Hallo, ich bin die Nura, die meisten kennen mich. Ich bin die Besitzerin vom Parkcafé und ich wünsche euch viel Spaß hier bei unserem schönen Fest heute. Jetzt die Zeit für Bewegung nutzen. Gab es irgendwas zu beanstanden oder? Nein, überhaupt nicht. Die Menschen verhalten sich so friedlich, wie das hier. Wie das Fest auch ist. Schöne Idee mit den Hochbeeten da hinten und mit der Bunkerbegrünung aus dem Dach. Alles hier sieht anders aus, nichts ist wie's mal war. Diese Schuhe passen nicht und gar nichts scheint mehr klar. Salz, wie es sein soll, nur irgendwie noch besser. Irgendwie so leicht in der Erinnerung vergraben. Der Sommer hier in meiner Stadt, nur irgendwie noch besser. Irgendwie so leicht. Ein Ort, der meine Seele wärmt, kein Wölkchen trübt mir den Verstand. Menschenmassen, Touri-Plag, nicht am Mittwochvormittag. Ein guter Freund und himmelblau, und ich schau, schau, schau hinauf. Und wir merken, es ist alles, wie es sein soll. Nur irgendwie noch besser, irgendwie so leicht in der Erinnerung vergraben. Der Sommer hier in unserer Stadt. Irgendwie noch besser. Irgendwie so leicht. Ist irgendwie so leicht. Irgendwie so leicht. Irgendwie so. Irgendwie so leicht. Hier gibt's was zu gewinnen. Ja? Du musst raten, wie viele Arbeitsplätze in diesem Glas versteckt sind. Und wer am nächsten dran liegt und das geraten hat, kriegt Volksbier. Mittenbacher und Gewinnen bei Tokubi. Die nächste Runde ist eröffnet. Gewinnausschüttung um 14:45 Uhr. Every morning at 9 o'clock, John opens his tobacco shop. Sometimes he thinks of another life, but then he gives up. Every morning at 10 o'clock, Fred enters his office with an increase of headaches. This is what I found, this is what I saw. Man is like a machine, so very predictable, the darling only money. Ich finde es sehr schön. Ist ein bisschen heiß, aber das ist so am heißesten Tag des Jahres. Ansonsten ist die Stimmung gut, die Gespräche sind sehr nett und auch mal so, was die Zustimmung angeht, aber das ist ja genau richtig, wenn man einen Volksentscheid macht. Das Netz haben wir schon mal, die Energienetze holen wir uns nächstes Jahr. Ist das, was die Leute hier direkt vor Ort auch machen wollen. Das wollen wir gar nicht vorgeben, was da drin passiert. Im Moment ist dieser Bunker eine Blackbox, das soll quasi so eine Art Bundbox werden. That's what it's for, bringing people together for culture, food and energy. Eine Gemüse-Kartoffelpfanne mit verschiedenen Gewürzen und verschiedenen Hitzen, Soßen und so weiter.
habt ihr auch schon mitbekommen, dass etliche Jugendhäuser und Einrichtungen vor der Schließung stehen. Was ist denn eigentlich Okja? Die offene Kinder- und Jugendarbeit besteht aus Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel Mädchentreff, die Mädchenoase, sind Jugendclubs, wie zum Beispiel das Jugendcafé hier. Das ist zum Beispiel ein Bauspielplatz, wie der Bauspielplatz am Hexenberg, oder ein Abenteuerspielplatz, wie der Abenteuerspielplatz im benachbarten St. Pauli Nord am Brunnenhof. Und was zeichnet die offene Kinder- und Jugendarbeit aus? Kinder und Jugendliche können jederzeit zu uns kommen. Sie können die Einrichtung nutzen, wie sie es gerne möchten. Sie werden von uns betreut, aber sie entscheiden selbst darüber, ob sie kommen, wie lange sie bleiben, mit wem sie spielen, was sie dort machen möchten und lernen dabei nebenbei auch noch die Regeln des Miteinander-Umgehens. Zum Beispiel genauso, wie es möglich ist, von uns auch Hilfe zu erlangen. Ja, das hört sich alles für mich sehr vernünftig an, muss ich sagen. Was ist jetzt das Problem? 3,5 Millionen Euro sollen wegfallen. Kann man sich ja ausrechnen, was dann anschließend nicht mehr stattfinden wird. Jetzt wollen Sie eben halt einen Gutteil Kürzungssumme dazu nutzen, um umzuschichten in die sozialräumlichen Hilfen und Angebote. Das ist eine verbindliche Hilfe. Die Kinder werden dann zu den jeweiligen Einrichtungen geschickt. Und dann haben sie die Verpflichtung, mit diesen Kindern eben halt eine Gruppe zu bilden und mit ihnen gezielt zu arbeiten. Das ist eine gänzlich andere Arbeit, als die offene Kinder- und Jugendarbeit das bisher macht. Wobei die Stärken der offenen Kinder- und Jugendarbeit eben halt ist, dass Kinder freiwillig über viele Jahre kommen und somit natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, ein ganz anderer Einfluss darauf existiert, Kindern und ihren Familien zu helfen und sie zu unterstützen. Die offene Kinder- und Jugendarbeit müssen wir halten. Wir können nicht unser Okay geben für irgendwelche Fahrpläne des Amtes, da Kürzungen vorzunehmen oder eben die Arbeit zu beschneiden. Wohnungsbauprogramm des Bezirks Altona sind hier 280 zusätzliche Wohnungen vorgesehen. Und das wäre eine Bebauung, die dann bis an den Weg hier quasi rangeht, wo also ein ganzes Stück vom Grundzug wegfällt. Und wir finden, dass hier immer dichter bebaut wird, immer mehr Menschen leben und immer weniger Frei- und Grünflächen vorhanden sind. Und deswegen sind wir jetzt frühzeitig, versuchen wir das zu verhindern, dass hier ein Stück vom Grünzug wegfällt. Yo, yo, seit Fukushima hat es jeder gerafft. Die Meiler sind zu laut am Ticken und Gehirn abgeschafft. Seh ich Bock auf kriege ich schlaflose Nächte. Wir brauchen echte gerechte Pläne, dafür lass uns fechten. Du willst es testen? Guck dir Kebab an. Alternative Energien für die Frau und den Mann. Jeder tut, was er kann und bringt sich bestens ein. Dir gefällt, was du siehst, dann komm zu unserem Verein. Die Machbarkeitsstudie hat direkt gezeigt, wir sind nicht nur Träume, auch zum Handeln bereit. Hier, yeah. Energiekonzepte wurden geschrieben, über Nächte ausgetrieben, vieles ist auf der Strecke geblieben. Privatleben? Na, Fehlanzeige. Frag mal nach bei Mirko, Julian, Heike. An dieser Stelle mein kleiner Beitrag. Man sieht sich im Bunker, dann montags bis freitags. KSD Kultur, E die Energie. B, das ist der Bunker, wo sie zusammenfließt. Altona als Standort für unser Projekt, hier werden Kräfte gebündelt. Hört man Kebab, denkt man an Fleischspieße. Bei uns ist das anders, Zweifel lässt nicht gleich spießen. Ins Bodenlose, die Pilze und Unkraut. Erst wird das Ding gekauft, dann beginnt der Umbau. Wenn ich mich umschau, sehe ich Potenziale. Die gilt es zu nutzen, doch man muss auch was bezahlen. Wie viel Zeit das schwingt, muss ich nicht mehr wählen, ja. Neben Lägen auf viel Blut, Schweiß und Tränen. Wie die Hyänen lauern, dauernd Spekulanten. Treibt Reise in die Kohle, moderne Räuberbanden. Die ganze Schanze ist schon gentrifiziert. Der Sohn geht vor, die Hunde wie vom Virus infiziert. Alternativen bieten wir euch viel. Jeden Donnerstag steht das Kebab-Mobil. Ihr erreicht uns auch online oder telefonisch. Altona der Standort, verdammt man ironisch. K ist die Kultur, E die Energie. B, das ist der Bunker, wo sie zusammenfließt.
Altona als Standort für unser Projekt. Hier werden Kräfte gebündelt mit einem Synergieeffekt. Kennst du auch die Antje? Ja, aber das ist ja das Baby von Antje. Achso, das ist. Also auch bewegliche Teile sind im Prinzip machbar mit so einem 3D-Druckverfahren. Liegst du stur in deinem Bett, du siehst traurig aus. Grauer Himmel, böse Welt, doch wir glauben an den Tag, an dem es wieder besser wird. Komm, wir müssen raus, tanzen durch den Regen. Das Wetter ist nicht wert, dass wir vergessen, das zu leben. Was uns der Sommer sonst beschert und nächstes Jahr. Oh, yeah, yeah. Mit diesem Ringtanz erfreuen. Oh, oh, yeah.